Vielen Dank. So mal zur Einstimmung. So ein paar etliche Probleme, die Linux ganz generell hat, die gelten natürlich auch im Speziellen für den Netzwerkstack, also zum Beispiel halt die Hardware. Ja, das soll ja gescheit funktionieren, sowohl auf einem Mobiltelefon als auch auf irgendeinem Server mit 64 oder sogar noch mehr Prozessoren. Dann haben wir ganz verschiedene Übertragungstechniken. Wir müssen uns rumschlagen mit 56 Gigabit Ethernet-Karten und bald auch 100 Gigabit Ethernet-Karten. Dann gibt es allerdings auch Wireless LAN. Es gibt langsamere Verbindungen, die wir noch unterstützen müssen. Und sogar ganz archaische Protokolle. Und dann ist auch der Einsatzzweck immer eigentlich nicht vorhersehbar als Entwickler. Weil wir wissen ja nicht, ob das dann irgendwann mal ein Desktop ist oder als Embedded-Gerät läuft oder ob das ein Router ist oder ein Paketfilter oder eine Bridge oder was auch immer. Und selbst wenn uns gesagt wird, dass das ein Server-Einsatz ist, dann ist Server nicht gleich Server, weil ein Datenbank-Server zum Beispiel, der kriegt immer sehr vielen Request-Response-Type-Traffic. Das heißt, es wird eine Verbindung aufgebaut, dann wird eine Query geschickt und dann wird schnellstmöglich eine Antwort erwartet. Und das ist natürlich ein völlig anderes Anforderungsprofil als zum Beispiel ein NFS-Dateiserver, der halt hauptsächlich sehr schnell und dauerhaft Hochlast ausliefern soll. Das heißt, im Endeffekt will man eigentlich vom Netzwerkstack so die eierlegende Wollmilchsau. Man will eigentlich geringe Latenz, hoher Durchsatz, möglichst wenig CPU-Zyklen sollen dabei verbraucht werden. Und dann soll es auch noch speicherbar sein, soll fair sein. Und ein großes Feature-Set brauchen wir auch, weil die Leute wollen IPsec, sie wollen NAT, dann wollen sie Traffic-Shaping machen können in allen verschiedenen Algorithmen und Arten und so weiter und so fort. Und das soll alles der Netzwerkstack irgendwie leisten können. Und dann wollen wir uns mal anschauen, wie das denn so funktioniert. Und zuallererst wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie eigentlich ein Paket von der Netzwerkkarte bis zum Programm kommt, was für Verarbeitungsschritte dabei durchlaufen werden und warum das so ist. Und dann schauen wir uns auch das Inverse an, also wie findet eigentlich Übertragung statt von dem Moment, wo ein Programm jetzt irgendwas sendet, bis es dann auf der Netzwerkschnittstelle rausplumpst. Dann schauen wir uns an, welche Tricks der Netzwerkstack so benutzt, um überhaupt moderne Netzwerkkarten auslasten zu können. Denn das ist gar nicht mehr so einfach, ohne gewisse Kompromisse einzugehen. Dann schauen wir uns an, welche Tricks der Netzwerkstack benutzen muss, um bestimmte Netzwerkprobleme wie zum Beispiel Bufferbloat zu umgehen. Erkläre ich noch, was das ist. Und zu guter Letzt runden wir das ab mit einem Überblick über die aktuellen Hot Topics, wo gerade ganz besonders viel Entwicklungszeit drauf verwendet wird. So, ein Paket kommt zum Kernel. Gibt es eigentlich nur drei Wege. Das erste ist Interrupt plus ein Backlog pro CPU. Das ist so die traditionelle Methode, die allerdings heutzutage kaum noch benutzt wird. Wir schauen uns gleich im Detail an, wie das so theoretisch funktioniert, beziehungsweise wie die einfachen Treiber, die das benutzen, funktionieren. Dann der zweite Weg, das ist NAPI. Das ist eigentlich das, was alle machen. Und zu guter Letzt noch als neuerer Exot dazugekommen, eine Methode, die extrem die Latenz reduzieren soll, allerdings auf Kosten von CPU-Zyklen. Da wird dann also aktiv immer nachgefragt, hast du ein Paket, hast du ein Paket, hast du ein Paket. Ein ganz einfacher Netzwerktreiber nutzt eben diese erste Methode, das heißt, das wird über Interrupt-Handling gemacht. Solche Netzwerkkarten sind eigentlich heutzutage immer noch verbreitet, zumindest im SoC-Umfeld, wo man halt eben nicht viel Platz hat auf dem DAI oder überhaupt wenig Raum hat. Und dann hat man eben sehr einfache Bausteine, also auch aus Kostengründen. Und die können dann zum Beispiel immer nur ein oder zwei Pakete überhaupt annehmen, bevor sie der Treiber wegräumen muss. Und dann funktioniert das ganz einfach. Der Treiber, der registriert einfach einen Interrupt-Händler. Und sobald dann ein Paket empfangen worden ist und in der Karte quasi abholbereit bereit liegt, dann feuert dieser Interrupt. Und wenn der Kernel dann diesen Interrupt-Händler dann aufruft, dann muss der eine ganze Menge Arbeit machen, zum Beispiel halt das gesamte Paket erstmal aus dem Hardware-Speicher rauskopieren und
Da man aber allerdings in einem Interrupt-Händler nicht so viel Arbeit machen sollte, weil sie halt eben immer die Arbeit unterbrechen, wird dann eben, nachdem das Paket rauskopiert worden ist, erstmal das Ganze auf eine Warteschlange geschoben und dann erst später weiterverarbeitet, außerhalb von diesem Hard-IAQ-Kontext. Und das passiert über sogenannte Soft-IAQs. Da muss man leider ein bisschen ausholen, weil Soft-IAQs sind etwas sehr Archaisches. Das kommt aus den Urzeiten des Linux-Kernels. Manchmal hört man auch in der Literatur den Begriff Bottom-Half. Und in vielen Funktionsnamen im Kernel gibt es eigentlich immer noch diesen Unterstrich BH. Suffix bei manchen Funktionen, die mit Soft-IAQs zu tun haben. Gewissermaßen ist es einfach eine Funktionalität des Kernels, die zu bestimmten Zeitpunkten ausgeführt wird, und zwar am Scheduler vorbei und auch wesentlich häufiger als der Scheduler. Es wird nicht nur vom Netzwerksubsystem benutzt, sondern es benutzen auch andere Sachen. Also das Blocklayer benutzt es zum Beispiel auch, Timer benutzen teilweise Soft-IAQs und so weiter. Die werden eigentlich immer dann ausgeführt, wenn ein Hardware-Interrupt fertig ist. Dann wird einfach geschaut, hat irgendjemand Arbeit für mich reingekippt, und wenn ja, dann läuft eben mal so ein Soft-IAQ los. Der Vorteil ist, dass während ein Soft-IAQ läuft, Hardware-Interrupts freigegeben sind. Das heißt also, wenn dann zum Beispiel jemand was auf der Tastatur macht, dann kann der Tastatur-Interrupt verarbeitet werden, weil er eben höhergewichteter ist als so ein Soft-IAQ. Der Nachteil an Soft-IAQs ist, dass halt die CPU trotzdem immer noch also aus Sicht vom Scheduler oder vom Benutzerprogramm immer noch zu undefinierbaren Zeitpunkten geklaut wird. Also irgendein Prozess wird halt, wenn der Soft-IAQ halt gerade anläuft, erstmal preemptet. Und deswegen gibt es da auch noch einen sogenannten K-Soft-IAQ, da komme ich noch später drauf, was das ist. Das haben vielleicht manche schon in Top gesehen, wenn irgendwie viel Netzwerklast ist, dass da dann dieser ominöse K-Soft-IAQ ganz viel CPU-Zeit klaut. Ein weiteres Problem von Interrupts ist, und warum wir die eigentlich fürs Netzwerksubsystem so gut wie gar nicht mehr benutzen, ist, wenn man halt plötzlich 100.000 oder gar 10 Millionen Pakete pro Sekunde verarbeiten will, dann will man nicht 10 Millionen Interrupts pro Sekunde verarbeiten, weil wenn man das macht, dann geht nichts mehr. Dann steht die Maschine, die verarbeitet nur noch Interrupts, und kein Benutzerprogramm mehr kriegt mehr die CPU und alles steht still. Also geht man dazu über, dass man ein Hybridmodell macht, bei dem quasi ein Interrupt immer nur ankündigt, dass demnächst Arbeit ansteht und dass irgendwelche Pakete zu verarbeiten sind, aber es wird nicht mehr pro Paket ausgelöst. Und dafür gibt es eben dieses NAPI. Und ein neuerer Treiber, der eben dieses NAPI benutzt, der hat auch einen sehr viel einfacheren Interrupt-Händler. Denn dieser Interrupt-Händler, der macht eigentlich nur zwei Sachen. Der tut erstens mal den Interrupt von der Netzwerkkarte abschalten, dass die nicht mehr meckert. Und dann tut er eben so einen sogenannten NAPI-Cycle vormerken. Und erst danach, wenn dann dieser Soft-Interrupt anläuft, erst dann wird eine dezidierte Funktion, die der Treiber registriert, aufgerufen. Und erst die ist dann da überhaupt für zuständig, Pakete zu verarbeiten. Jetzt hat man immer noch das Problem, was mache ich jetzt, wenn die Netzwerkkarte unter Dauerlast steht, weil halt jemand irgendwie dauernd ein riesiger Dateiübertragung läuft. Das ist so gelöst, dass dieser Soft-Interrupt einfach eine Zeitbegrenzung hat. Das heißt also, wenn der einfach zu lange dauert, dann wird er abgebrochen mittendrin und dann wird es über diesen sogenannten K-Soft-IAQ-D gemacht. Und der K-Soft-IAQ-D, der ist eben aus Scheduler-Sicht ein ganz normales Programm. Das heißt, der steht auch unter Scheduler-Kontrolle und ich kann es mit Nice zum Beispiel als Benutzer auch in der Prioritätenliste nach oben und nach unten schieben. Deswegen, wer mal auf einem Netzwerkserver einen Top anschmeißt, er wird immer diesen ominösen K-Soft-IAQ-D sehen, der da läuft. Und das ist eigentlich im Wesentlichen der Netzwerkstack, der da verarbeitet wird unter diesem Prozess. Und wenn dann mal alle Pakete verarbeitet sind, dann werden Interrupts wieder angeschaltet, um dann eben den nächsten Abfragezyklus zu triggern. Was aber theoretisch auch gar nicht passieren muss. Also wenn halt immer Pakete da sind, dann wird halt einfach immer nur der nächste Soft-Interrupt weiter gescheduled und Interrupts haben dann gar nichts mehr zu sagen da. Neue Ethernet-Karten gibt es jetzt auch schon, die ersten angekündigt für 100 Gigabit.
Und die sind natürlich sehr viel komplexer als diese einfachen Karten, die es mal vor 15 Jahren gab. Und sind auch wesentlich komplexer vom Feature-Set her. Das gucken wir uns auch noch an. Und zwar sind diese normalerweise so implementiert, dass sie so eine Art FIFO-Ring-Puffer haben und der Treiber dann pro Ring-Buffer-Element schon vorher einen Speicherblock allokiert und es der Hardware mitteilt. Hier hast du einen Speicherblock und hier hast du noch einen Speicherblock und so weiter. Und die Hardware tut dann ohne die CPU direkt über sogenanntes DMA, also Direct Memory Access, direkt in den Hauptspeicher schreiben. Und das heißt, die CPU ist da außen vor. Und viele Features sind heutzutage auch direkt in der Hardware abgebildet. Das heißt also zum Beispiel so Sachen wie TCP-IP oder Ethernet-Prüfsummen macht heutzutage eigentlich nie die CPU, sondern das macht die Netzwerkkarte selber. Und in einem speziellen Register kann der Treiber dann zum Beispiel herausfinden, ob die Checksummen okay waren oder eben nicht. Es geht sogar so weit, dass moderne Karten nicht nur eine Empfangs- und Sende-Queue haben, sondern die haben 16, 32 oder so und haben dann pro Queue ein extra Interrupt. Und dann gibt es so einen Mechanismus, das heißt RSS, Receive-Side-Scaling, das kommt auch noch, um dann zum Beispiel zu sagen, diese CPU verarbeitet nur Pakete von dieser Queue und diese andere CPU nur von jener. Da geht es halt um Skalierung und Lastverteilung. Und sie benutzen eben alle, ohne Ausnahme, ein API. Weil ohne das könnte man gar nicht solche Datenraten erreichen. Das ist mal so vereinfacht dargestellt, so ein RX-Ring auf einer Netzwerkkarte. Im Wesentlichen ist das, wie ich schon gesagt habe, einfach ein Array aus, wenn man so will, einer Datenstruktur, was aber im Endeffekt nur Register auf der Hardware sind. Und dort stehen dann so Sachen drin wie die Speicheradresse, wo das Paket abgelegt werden soll, die Länge von dem Paket, die die Hardware empfangen hat, die Checksumme, dann gibt es Statusregister, in denen dann drin steht, ob zum Beispiel hier gerade ein Paket empfangen wurde auf dem Descriptor oder eben noch nicht. Es gibt Fehlerregister, in denen dann Sachen drin stehen, wie Checksumme ist ungültig oder kein gültiger Header oder sonst irgendwelche Fehler. Und das ist auch, wie gesagt, das ist komplett abhängig von der Hardware und das muss im jeweiligen Treiber implementiert werden. Und das heißt, immer wenn so ein API-Zyklus anläuft, dann guckt einfach der Treiber am nächsten Array-Eintrag nach, ob in diesem Status-Flag irgendwas gesetzt ist, von wegen, ich habe ein Paket. Und wenn ja, dann geht es weiter. Und wenn eben nicht, dann stelle ich wieder die Interrupts ein und dann ist der Zyklus beendet. Und diese Register, die sind auch alle magisch in dem Sinne, dass die Hardware die selber ausfüllt und der Treiber damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das Einzige, was der Treiber im Endeffekt halt macht, ist, er muss halt Speicherblöcke allokieren und der Hardware mitteilen, welche er reserviert hat. Und er muss der Hardware auch wieder mitteilen, wenn er zum Beispiel wenn zum Beispiel die Hardware signalisiert hat, dass da ein Paket ist, dann muss der Treiber, nachdem die Verarbeitung erfolgt ist, auch sagen, jetzt ist dieser Eintrag, den kannst du jetzt wieder benutzen, um das nächste Paket zu empfangen. Das ist eine auch vereinfachte Darstellung vom Empfangsstack. Und da sehen wir jetzt auch schon eigentlich so die ganzen Protokollschichten, die wir so im Kernel halt haben. Also man sieht so im Endeffekt dieses NAPI-Poll da oben, das ist so eigentlich der Einsprungspunkt direkt vom Soft-IRQ-Händler. Der ruft eine Treiberfunktion auf, die dann eben pro Hardware speziell ist, wo dann eben die exakte Hardware eben in die Hardware-Queues reinguckt und sich dort Pakete abholt. Und dann wird es in diesem Kontext eben so nach und nach durch den Stack geschickt. Ganz vorne als allererstes gibt es die Packet-Sockets, das ist zum Beispiel TCP-Dump oder heutzutage benutzt man auch Wireshark, das benutzt es. Und das ist auch ziemlich logisch, dass das am Anfang ist, weil man will ja, wenn man sowas benutzt, dann debuggt man meistens irgendwelche Probleme. Und dann will man natürlich, dass das möglichst früh, möglichst direkt nach der Netzwerkkarte sitzt, damit man auch möglichst an exakt die Daten rankommt, die tatsächlich empfangen wurden und nicht vielleicht irgendwas, was erst später schon verfälscht wurde durch Netzwerkadressumsetzung oder sonst was. Danach kommen dann verschiedene Module, um zum Beispiel Traffic Shaping oder Traffic Policing zu machen. Also Traffic Control, wer das schon mal benutzt hat, sitzt in dem Pfad drin.
dann jetzt künftig auch NFTables hat jetzt auch einen Hook bekommen, um eben auch Firewalling auf Device-Ebene zu machen. Danach kommt etwas, das nennt sich RX-Händler. Das wird benutzt, um logische Devices abzubilden, die es nicht in Hardware gibt, also zum Beispiel Bridges oder wenn man mehrere Netzwerkkarten in den Bond konfiguriert hat, sodass sie halt als logisch ein Gerät funktionieren sollen. Dann werden Pakete dort umgeleitet in so einen speziellen Treiber, der dann halt zum Beispiel Bridging-Funktionalität implementiert und dort gibt es dann auch eine Rückkopplung. Das ist auch ähnlich so wie bei dem Storage-Vortrag, den wir vorhin gehört haben, also wo manche Storage-Funktionalität dann auch wieder extra auf einen anderen Treiber umsetzen will. So ist es, das ist ähnlich. Das heißt, so zum Beispiel, wenn ein Paket empfangen wird und es ist es für eine Bridge, also das Gerät, was es empfangen hat, steckt in der Bridge, dann wird das Paket an den Bridging-Treiber geschickt, dann muss der nachgucken, ist es eine lokale MAC-Adresse, ist es vielleicht meine eigene und wenn es die eigene ist, dann muss ich das ja in den Host-Stack zustellen und es funktioniert dann so, dass dann halt eben das Paket einfach wieder zurückgeschleust wird in den Empfangsstack, um dann eben halt das Paket weiterverarbeiten zu können und dann halt eben dann später bei zum Beispiel TCP/IP vorbeizukommen. Und wenn es halt zum Beispiel eine normale Netzwerkkarte ist, die jetzt nicht gerade halt irgendwie so ein virtuelles oder logisches Gerät konfiguriert hat, dann werden danach die speziellen Protokollhändler durchlaufen. Also zum Beispiel steht ja in einem Ethernet-Paket drin, was der nächste Protokollheader ist, also zum Beispiel IP oder IPv6 oder was ganz anderes. Und dann hat der Kernel da eben halt so eine Liste aus Protokollen, die er halt eben kennt. Und dann findet er eben das Richtige raus. Falls keiner da ist, dann wird das Paket auch weggeschmissen. Also das fehlt hier eigentlich noch. Also hier ist eigentlich noch der Drop fällig, wenn halt kein Treffer da ist. Und dann wird es halt eben verzweigt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein IPv4-Paket empfangen habe, dann geht es dann ins IPv4-Modul. Und wenn das muss dann halt gucken, was ist das nächsthöhere Protokoll. Und dann geht es halt irgendwann an TCP oder UDP oder was auch immer, was da registriert ist. Und was vielleicht auch ganz interessant ist aus Netzwerk-Stack-Sicht, es endet immer in einer Queue, nämlich der Queue vom Socket, im Normalfall zumindest, also von dem Benutzerprogramm, was das empfangen will. Und es beginnt mit einer Queue. Also das eigentliche, das zentrale Augenmerk eigentlich des Linux-Netzwerk-Stack ist, dass er mit dem Gedanken entworfen wurde, dass ein Paket immer irgendwo gequeued werden muss. Irgendwann. So, wir haben jetzt gesehen, wie das Paket durch den Netzwerkstack durchläuft. Aber dafür brauche ich ja noch ein bisschen mehr extra Informationen. Also zum Beispiel hat ein Paket ja nicht nur das, was eigentlich übers Netzwerk übertragen wurde, sondern da gibt es ja ganz viel Kontext, den ich brauche, um so eine Verarbeitung machen zu können. Ich muss wissen, über welches Interface kam das Paket rein. Ich muss wissen, zu welchem Socket gehört es. Dann gibt es irgendwelche Sondersachen, die ich beachten muss. Und dafür benutzt der Kernel etwas, das heißt SKB. Das ist so die zentrale Datenstruktur im ganzen Netzwerkstack, ohne die auch wirklich gar nichts geht. Und die ist sogar so wichtig, dass sie sogar direkt im Netzwerktreiber allokiert wird. Also immer wenn ein Paket empfangen wird, muss der Treiber so eine SKB-Datenstruktur allokieren und assoziiert dann halt sozusagen die empfangenen Daten mit dieser Datenstruktur. Und sendeseitig ist es genau umgekehrt, das heißt, dort tut dann quasi das erste Protokoll, was sich mit den Nutzerdaten auseinandersetzt, diese Datenstruktur allokieren. Was auch sehr wichtig ist, dieser SKB wird auch benutzt, um halt Fairness sicherzustellen. Ja, also wenn ich zum Beispiel mehrere Programme habe auf meinem Computer, eins schickt viel Daten, eins schickt wenig Daten, dann will ich ja nicht, dass ein Programm, das sehr viel schickt, den ganzen Speicher klauen kann. Das heißt, ich muss Accounting machen. Und da ich auch nicht weiß, zum Beispiel im Treiber, im Vorfeld kann ich ja nicht wissen, ob jetzt das nächste Paket 10 Bytes enthält oder 1 Kilobyte. Das heißt, ich muss ja immer mit dem schlimmsten Fall rechnen, dass das Paket maximal groß ist und deswegen muss ich auch immer maximal große Speicherblöcke allokieren. Das heißt also, wenn ein Paket nur 20 Byte groß ist, kann es aber trotzdem sein, dass der Speicherbereich, in dem das Paket liegt, 2 Kilobyte groß ist in Wahrheit. Deswegen wird zum Beispiel auch in dieser SKB-Datenstruktur nicht nur die Länge vom Paket vermerkt, sondern auch der True Size, also die echte Größe, also die gesamte tatsächliche Speicherressourcen, die momentan durch das Paket verbraucht werden. Also dazu gehört also auch die SKB-Datenstruktur selber, die ist nämlich auch ziemlich groß, also inzwischen auch über 200 Byte. Und dazu gehören dann eben auch der gesamte Backing
Speicherbereich, der benötigt ist. Wenn man sich das SKB-Dings mal anschaut, dann ist es auch so, dass während dieses Paket durch den Stack verarbeitet wird, in diesem SKB sozusagen wie so eine Art Protokoll immer mehr Felder ausgefüllt werden durch den Stack. Also am Anfang ist das quasi alles leer und das allererste, was eigentlich der Treiber noch macht, der tut hier dieses Data und dieses Head, das kann er noch assoziieren mit dem Beginn von dem ganzen Paket. Aber der ganze Rest, also wo beginnt der Netzwerkheader, wo beginnt der TCP bzw. UDP-Header und so weiter, das ist am Anfang alles leer. Und erst dann, während die einzelnen Schichten quasi das Paket sehen und anfangen zu parsen, füllen die dann quasi diese Offsets da aus in diesem SKB, sodass man dann halt irgendwann im UDP-Teil ist, nicht mehr komplett neu parsen muss, sondern man hat dann eben die passenden Offsets direkt verfügbar im Kernel und kann dann halt sagen, ich brauche jetzt mal kurz den Netzwerkheader, dann kann ich direkt einfach schauen, wo beginnt denn das Ding, das habe ich dann hier und dann kann ich einfach durch eine Addition mit diesem Offset da rauskriegen, wo eigentlich der IP-Header liegt, weil es eben schon geparst wurde. Und außer den Offsets für Netzwerkheader sind da eben so ganz viele andere Sachen drin, also Routing-Informationen stecken da drin. Wenn man IPsec benutzt, stecken da die Informationen drin, wie Ver- und Entschlüsselung passieren soll. Es ist der Socket wird drin gespeichert und so weiter und so fort. Also es ist eine ganze Menge Zeug. Auch Firewalling-Sachen werden da drin gespeichert. Und auch, wie ich vorhin schon sagte, Queuing ist so auch so ein zentraler Baustein. Und sogar die ersten beiden Felder in diesem SKBuf sind eigentlich speziell für nächstes Element und vorheriges Element in deiner Liste vorgesehen. Das heißt also, diese SKBuf-Datenstruktur, die ist auch so gemacht, dass sie quasi am Ende direkt in die Warteschlange vom Socket reingepackt werden kann, bis dann halt das Programm sich mal bequemt, von dem Socket zu lesen. So, das ist schematisch betrachtet, ist das der IP-Stack. Ich habe das mal, vielleicht kennen ein paar IP-Tables, deswegen die aus dem IP-Tables-Programm bekannte Terminologie benutzt, also Pre-Routing, Forwarding und so weiter. Und das passt auch ganz gut, weil genau an diesen Stellen die gleichnamigen Chains aus dem IP-Tables-Tool sitzen. Das heißt also, im IP-Stack ist tatsächlich noch bevor geroutet wird, ist da eine Verzweigung drin und wenn IP-Tables aktiv ist, dann wird erstmal umgebogen und dann wird geschaut, gibt es denn irgendwelche NAT-Konfigurationen, die da ist und so weiter. Dann ist es eines der ersten Sachen, die der IP-Stack machen muss, ist zu schauen, ist das Paket überhaupt für mich oder muss ich das forwarden oder ist es ungültig oder sonst was. Und dann wird eben ein Routing-Lookup gemacht, das heißt, er muss nachschauen, habe ich überhaupt eine Route dafür und wenn ja, ist die lokal oder ist die für irgendwas anderes. Und dort gibt es dann eben die erste Verzweigung, ist es für einen lokalen Prozess, dann wird es eben in die Input-Schleife umgeleitet oder wenn es geforwardet werden soll, dann geht es in die Forwarding-Logik. Und für einen lokalen Prozess ist es ähnlich, auch wenn der Daten schicken will, ist am Anfang immer erstmal ein Routing-Lookup, auch wenn das dadurch vereinfacht wird, dass dieses Routing-Lookup eigentlich immer nur einmal gemacht wird. Also zum Beispiel bei TCP, wenn ein User-Space-Programm ein Connect macht und sich verbinden will zu einem anderen Host, dann wird eigentlich nur einmal dieser Routing-Lookup gemacht und danach wird das Resultat, merkt sich der Kernel direkt im Socket und schaut dann danach immer nur nach, ob sich vielleicht Routing-Informationen seit dem letzten Mal geändert haben. Und wenn nicht, dann wird da nicht jedes Mal neu ein Routing-Lookup gemacht, sondern nutzt halt einfach das letzte bekannte Resultat, um halt zu erfahren, über welchen Pfad das Paket irgendwie versendet werden soll. Gibt es bis dahin Fragen? Ja? Die Frage ist, ob man diese Informationen irgendwie vom Socket abfragen kann. Geht es jetzt speziell um die gecachten Routen oder nein? Also es geht meines Wissens nach kann man nicht direkt aus dem User Space rausfinden, welche Routen dezidiert wo gecached sind. Es gibt IP-Nay-Cache, den kann man sich über das IP-Tool ausgeben lassen, aber
für die in Socket gecachte Information ist mir nichts bekannt. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn der Versand funktioniert. Das wird nämlich sogar etwas komplexer als für den Empfang, weil es gibt tatsächlich sehr viele Methoden, wie ein Paket überhaupt zur Netzwerkkarte gelangen kann. Also das Einfachste ist, das Programm sendet einfach was. Aber außerdem gibt es halt eben noch sehr viele andere Sachen, wie ein Sendevorgang ausgelöst werden kann. Also das Häufigste dürften eigentlich sogar die Timer sein. Also gerade zum Beispiel TCP muss ich ja Pakete so lange merken, bis von der Gegenstelle eine Empfangsbestätigung vorliegt. Und daher ist es dann tatsächlich so, dass wenn ein Programm was sendet, über ein TCP-Socket, dass das TCP nicht direkt ein neues Paket generiert, sondern es guckt nach, ob vielleicht sogar noch ein unverschicktes Paket in der lokalen Queue rumliegt. Und wenn ja, dann wird es immer versuchen, da noch die Daten irgendwie ranzufummeln. Dann gibt es bei TCP zum Beispiel Window-Probing, dass wenn halt zum Beispiel die Gegenstelle mal gesagt hat, ich kann jetzt gerade keine Daten mehr annehmen, dann muss man halt hin und wieder mal nachschauen, wie es denn so aussieht. Das wird auch über Timer gemacht. Dann kann es direkt aus dem Receive-Kontext passieren. Also wenn ich zum Beispiel den Fall habe, dass Pakete einfach weitergeleitet werden, weil es zum Beispiel eine Bridge ist oder halt eben IP-Forwarding gemacht wird, dann nehme ich ja im Endeffekt, mache ich ja gar nichts anderes, als auf dem einen Interface Pakete anzunehmen und sie auf der anderen Seite wieder rauszuschicken. Und dann gibt es noch ein Transmit-Soft-IRQ, was hauptsächlich dann benutzt wird, wenn eine Netzwerkschnittstelle komplett überlastet ist und keine weiteren Pakete annehmen kann für eine Zeit, dann kommt etwas zum Tragen, das nennt sich Queuing Disk oder Queuing Discipline, wo dann Pakete eben nochmal für das Gerät speziell zwischengespeichert werden. Und dann wird, so ähnlich wie das beim NAPI-RX passiert, wird es dann halt eben auch für TX gemacht. Das heißt, man stopft da quasi seine SKB-Datenstrukturen in diese Q-Disk rein und dann sagt man zum TX-Soft-IRQ, schau mal nach, ob wieder was geht, wenn du das nächste Mal läufst. Und schematisch würde das in etwa so aussehen. Das ist auch wieder ein bisschen vereinfacht, aber es reicht für unsere Zwecke. Also da ganz unten ist quasi der Zeitpunkt, wo ein Programm sagt, ich will jetzt mal was schreiben. Und dann guckt der Kernel halt eben anhand von der File-Deskriptor-Nummer, das ist ja das Einzige, was der Kernel eigentlich hat, findet er dann halt zum Beispiel raus, das ist jetzt ein, gehört jetzt zur IP-Familie zum Beispiel. Und dann wiederum gibt es eine Verzweigung abhängig von dem Protokolltyp in zum Beispiel UDP oder TCP. Und erst an dieser Stelle wird jetzt so eine SKB-Datenstruktur allokiert und mit den Daten, die dann aus vom User-Space reinkopiert werden, assoziiert. Und dann beginnt quasi wieder dieses Ausfüllen von diesem SKB quasi Protokoll. Das heißt also, hier wird dann der TCP-Header hinzugefügt, dann im nächsten Schritt wird der IP-Header angefügt und so weiter. Und irgendwann landet es dann beim Netzwerk-Core. Und der tut dann auch verschiedene Dinge, was dann wiederum unabhängig ist vom eigentlichen Protokoll. Also es spielt dann keine Rolle mehr, ob das ursprünglich aus dem TCP-IP-Layer kam oder ob das TIPC ist oder Stream Control oder sonst was. Das ist an der Stelle dann wieder einheitlich. Ja, da gibt es dann im Endeffekt die drei Möglichkeiten. Jemand debuggt gerade und hat TCP dann laufen oder Wireshark, dann muss das halt da noch zugestellt werden. Oder aber ich habe jetzt eine Netzwerkschnittstelle, die kann weiterhin Pakete annehmen, dann geht es direkt über den Treiber und der Treiber schiebt es quasi direkt zur Hardware. Oder aber die Hardware ist total überlastet. Oder aber der Nutzer sagt zum Beispiel, hey, ich will aber, dass über diese Netzwerkschnittstelle nur maximal 2 Mbit pro Sekunde rausgesendet werden darf. Dann kann der Nutzer nämlich auf der Netzwerkschnittstelle mit dem Programm TC sogenannte Q-Disks konfigurieren, um dann halt zum Beispiel so eine Ratenlimitierung umzusetzen. Und wenn sowas aktiv ist oder halt eben die Netzwerkschnittstelle überlastet, dann geht es eben nicht direkt über den Treiber, sondern muss ich tatsächlich erstmal zur Q-Disk und die Q-Disk speichert es dann erstmal zwischen. Und dann wird zu einem späteren Zeitpunkt über so einen TX-Soft-IRQ erneut versucht, irgendwas zu senden. Jetzt kommen wir zu so ein paar Stack-Features,
die für Performance benutzt werden. Und das bekannteste ist vielleicht GSO oder GAO. Wer sich irgendwie professionell mit Administration von Linux-Systemen auseinandersetzt, der hatte da vielleicht sogar schon unliebsame Begegnungen mit dieser Technik. Es ist nämlich tatsächlich so, dass aus der Sicht des Netzwerkstacks ein SKB nicht dasselbe ist wie ein Paket, sondern diese kernelseitige Repräsentierung von einem SKB kann tatsächlich in einer Übertragung von sehr viel mehr Paketen resultieren, weil so ein SKB, der kann bis zu 64 Kilobyte groß werden. Ja, das hat einfach folgenden Hintergrund. Wir wollen halt vermeiden, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine große Datei über eine Netzwerkschnittstelle rausschicken wollen, die zum Beispiel eine MTU von 1500 hat, dann wollen wir natürlich möglichst wenig diesen ganzen Trip da durch den Stack da machen. Ja, also da wollen wir halt die Anzahl an Trips, die wir halt hier die wir uns da durchhangeln müssen, die wollen wir natürlich reduzieren. Und eine einfache Möglichkeit, das zu machen, ist es halt, dass man halt nicht ein echtes Paket hier durchreicht, sondern man tut so eine Art Superpaket durchreichen, was zwar die richtigen Header-Informationen hat, also richtige IP-Adresse, richtigen TCP-Port-Informationen und so weiter, aber das Paket ist halt viel, viel, viel größer als das, was die Netzwerkkarte eigentlich versenden kann. Und der Trick ist dann halt eben, dass die Hardware sogar möglichst viel von dem Protokoll verstehen kann, um damit was anzufangen. Also im Idealfall, aus Netzwerkstack-Sicht wäre der Idealfall, dass die Netzwerkkarte das sogenannte TSO unterstützt. Das steht für TCP Segmentation Offload und das bedeutet nichts anderes, als dass die Netzwerkkarte in der Lage sein muss, so ein großes Paket zu zerstückeln in einzelne Pakete, die sie versenden kann und gleichzeitig auch so viel von dem Protokoll verstehen muss, dass sie halt diese ganzen Header-Informationen auch korrekt duplizieren kann. Ja, das heißt, die Netzwerkkarte muss in der Lage sein, zum Beispiel TCP-Checksumming zu berechnen, muss in der Lage sein, die TCP-Header korrekt auszufüllen, die ganzen Optionen zu duplizieren und so weiter und so fort. Dann gibt es eine etwas abgespeckte Variante von dem TSO, das nennt sich GSO. Das ist dann, wenn die Hardware zwar nicht jetzt zum Beispiel TCP versteht, aber zum Beispiel in der Lage ist, dass sie aus verschiedenen Eingabebuffern arbeiten kann. Was halt eben so eine Art Kompromiss ist. Das heißt, wir können immer noch so große Superpakete runterreichen in die Netzwerkkarte. Und der Treiber kann auch damit was anfangen, aber es wird halt dann wieder mehr von Seiten der CPU gemacht, weil die CPU dann halt eben zum Beispiel die TCP-Header duplizieren muss. Und für den Fall, dass man eine Hardware hat, die das gar nicht kann, muss alles komplett in Software gemacht werden. Das funktioniert so, dass der Kernel oder beziehungsweise der Treiber, der füllt quasi in so einer Art Datenstruktur, hinterlegt er quasi für den Kernel in der Bitmaske die Features, die Hardware unterstützt. Und da stehen dann halt so Sachen drin, hey, ich kann TSO und ich kann GSO oder ich kann es halt eben nicht. Und der Kernel versucht auch diese Informationen bis ans Programm, also versteckt, aber er versucht es bis ans Programm durchzureichen. Das heißt also, wenn wir dabei sind, gerade so ein TCP-Paket zu bauen, dann versucht der Kernel quasi schon zu erraten, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit über eine Schnittstelle geht, die das zum Beispiel nicht kann. Und dann versuchen wir das zu vermeiden, dass wir so Superpakete runterreichen, wenn wir wissen, dass im Endeffekt der Treiber eh alles in Software machen müsste. Irgendwann kam dann jemand auf die Idee, dass dieses Offload-Prinzip auch für die Empfangsseite gar nicht so schlecht wäre, weil wenn man halt ein Paket empfängt, dann ist es natürlich auch effizienter, wenn man nur noch ein Zehntel oder ein Fünfzehntel der Trips durch den Empfangsstack hat. Und dann hat man sich dieses GAO überlegt, was immer zu Missverständnissen führt, weil GAO ist eigentlich genau dasselbe wie GSO. Ist genau das Gleiche. Also ein GAO-Paket ist immer automatisch ein GSO-Paket. Was auch nötig ist, weil wenn man zum Beispiel Forwarding macht, dann muss man ja auf der Sendeseite die Transformation wieder rückgängig machen können. Das heißt also, es ist eigentlich so, es ist fast ein Synonym. GAO sagt eigentlich nur, dass man halt diese Optimierungstechnik auf der Empfangsseite anwendet. Technisch gesehen sitzt es sogar noch vor dem TCP-Dump, also fast noch im Treiber. Das heißt, man guckt einfach nach, ich habe ein Paket empfangen, jetzt kommt das nächste Paket, dann guckt der Treiber oder so eine Hilfsfunktion, die vom Treiber benutzt werden muss,
gucke dann quasi nach, gehört das nächste Paket logisch gesehen zum selben TCP-Flow zum Beispiel? Passen die Sequenznummern, stimmen die Checksummen? Und wenn ja, dann werden die quasi miteinander verschmolzen. Das heißt, ich habe nur noch einen, also ich habe einen so SKB-Header und dann wird das zweite Datenpaket wird quasi da gerade noch hineingequetscht. Und das geht dann halt eben so lange, bis irgendwann ein Paket kommt, das nicht aggregiert werden kann, zum Beispiel weil Pakete umsortiert wurden im Netzwerk und das ist jetzt halt nicht mehr in derselben Reihenfolge oder weil eine Checksum ungültig ist oder sowas. Dann wird es halt eben irgendwann als ein großes Riesenpaket durch diese ganze Stack-Verarbeitungsmaschinerie durchgereicht. Und dafür gibt es dann eben diese sogenannten nichtlinearen SKBs. Man hat also, das da oben ist, das ist so diese SKBuff-Metadatenstruktur, wo die Header drin stehen, die Offsets und so weiter. Das ist wäre ein lineares Paket, also da wäre jetzt hier der Ethernet-Header, der IP-Header und so weiter und dann die eigentlichen Daten. Und ganz am Ende von dem Ding, da tut der Kernel als Trick noch so eine versteckt vom Treiber und von der Hardware so ein extra Informationspaket hinterlegen. Und dort kann man weitere Buffer quasi auch verweisen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt diese GEO-Mechanik zum Beispiel, die würde dann versuchen, wenn jetzt das hier logisch gesehen ein IP-Paket enthält, was eben zu dem dazu passt, dann wird es halt darüber referenziert. So, jetzt kommt noch was zu Receive-Side-Scaling, wer mal da ein bisschen mit rumspielen will. Dann gibt es eine Datei, die ist PROC-Interrupts. Da kann man sich anzeigen lassen, welche Interrupts von welcher CPU und wie häufig bearbeitet werden. Ich habe da hier mal als Beispiel mal aus meinem frisch gebooteten Desktop mal gepastet, dass der Interrupt 28, das ist in dem Fall jetzt die Netzwerkschnittstelle ETH0, und da sieht man, das ist jetzt die Standardeinstellung, da ist nichts getuned. Das heißt also, es ist im Wesentlichen zufällig. Jede CPU, die gerade lustig ist, die kann sich halt eben diesen Interrupt greifen und dann eine Verarbeitung durchführen. Man kann es aber durchaus auch umkonfigurieren, indem man eben über so eine Datei, die heißt SMP Affinity, das umstellt. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Netzwerk zu tun, sondern das funktioniert für alle Interrupts, weil es einfach nur festlegt, welche CPU dann die Verarbeitung durchführt. Aber gerade für den Netzwerkstack ist es halt eben interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel Hardware habe, die mehrere Interrupts bereitstellt, dann kann ich zum Beispiel feste Zuordnungen machen. Und halt, wenn ich zum Beispiel 16 Hardware-Queues habe und 8 Prozessoren, dann kann ich halt zum Beispiel 2 Hardware-Queues pro Prozessor machen und dadurch halt eben automatisch mehr Parallelisierung erreichen. Die Verteilung auf diese Queues, die macht die Hardware im Allgemeinen komplett automatisch oder sie macht es komplett automatisch, meistens über eine Hash-Funktion. Es gibt allerdings auch inzwischen neuere NICs mit programmierbaren Filtern. Da kann man dann tatsächlich sogar so Sachen machen wie TCP-Sync-Pakete in diese Queue machen oder TCP-Port 80 in jene und kann da ziemlich viel Tuning machen, zum Beispiel indem man dann auch Apache oder Bind oder welches Programm man halt gerade benutzen will oder tunen will, auf bestimmte CPUs zwingt und dann halt eben auch die Pakete hardware-seitig schon direkt auf die CPU leitet. Es gibt da auch einen Analog. Das ist halt das Transmit-Packet. Hm? Ja, also das ist, muss man im Prinzip machen, wenn man sehr High-Performance-Server haben will. Also wo halt man sehr viele Prozessoren hat und eine sehr hohe Last, also wirklich Hunderttausende von Connections pro Sekunde. Also wir reden hier nicht von so Home-Servern oder sowas, da ist es natürlich völlig egal. XPS ist so quasi die als Analoge, aber halt eben nicht für Empfang, sondern für Senden. Und auch dort gibt es halt eben eine PROC-Datei, mit der man eben festlegen kann, welche CPU dann den Versand eigentlich machen soll. Noch kurz was zu vielleicht ein paar aktuellen Schwerpunkten, die so gerade in der Kernel-Entwicklung gemacht werden. Also Google macht zum Beispiel sehr viel in Richtung Skalierbarkeit, weil das denen bares Geld spart. Ist ja auch klar, wenn man so viel Hardware ausgeben muss für die Last, dann spart es natürlich enorm Hardware-Ressourcen, wenn man plötzlich irgendwie die Effizienz um nur 3% draufschraubt. Dann kommt auch von Google gerade ein Patch für Zero Copy aus User Space.
Und zwar ist ja das Problem, dass wenn man die Standard-Unix-Schnittstellen benutzt, also zum Beispiel Send-Message, um Daten auf den Socket zu schreiben, dann müssen die Daten immer erst vom User-Space in den Kernel reinkopiert werden. Und das kostet natürlich auch ganz gewaltig Zeit, zumindest relativ gesehen, wenn man solche schnellen Netzwerkkarten hat. Und was die jetzt gemacht haben, ist, sie führen ein neues Flag ein für Send-Message. Ich will Zero-Copy. Und wenn das Gesetz ist, dann pinnt der Kernel den Speicher vom User-Space direkt und benutzt diese Daten. User-Space darf die natürlich nicht überschreiben in der Zeit. Und über die Socket-Error-Queue kriegt man dann vom Kernel gesagt, wenn TCP die Empfangsbestätigung bekommen hat vom Gegenüber. Also das ist nicht so ganz trivial. Aber die ersten Patches sind schon, also wer es sich angucken will, die Patches wurden vor ein paar Tagen auf der NetFMain-Liste gepostet. Dann auch Stichpunkt Skalierung. Der Linux-Kernel hat, wie eigentlich jedes andere Betriebssystem auch, Skalierbarkeitsprobleme mit dem TCP-Listen-Lock. Also wer TCP kennt, der weiß, die Anwendung bindet einen Socket, zum Beispiel eben TCP-Port 80. Und wenn Verbindung aufgemacht wird vom Client, dann schickt er ein SYN-Paket an diesen Listen-Socket. Und das Problem ist jetzt, dass natürlich alle Verbindungsversuche und alle SYN-Pakete immer auf diesen selben Listen-Socket kommen. Und damit teilen die sich natürlich auch alle dasselbe Log, was natürlich schlecht ist, wenn man plötzlich irgendwie 500.000 SYN-Anfragen pro Sekunde hat und das auch noch die normale Arbeitsbelastung von dem System sein soll. Und dort wird gerade was gemacht, um das halt eben umgehen zu können. Dann wird gerade daran gearbeitet, mehr Batching zu machen. Also zum Beispiel nicht, dass man sagt, ich will ein SKB allokieren, sondern man sagt halt, ich will 32 SKBs allokieren und der Allokator, der muss dann nur einmal bestimmte atomare Operationen durchführen und gibt einem halt gleich alles auf einmal und das Analoge auch fürs Freigeben von Speicher. Dann passiert viel in der Virtualisierungsecke. Es haben ein paar Leute entdeckt, dass Network Namespaces zu viel Overhead haben und für ihre Fälle eigentlich viel zu viel Features haben und sie hätten gerne was Leichtgewichtigeres. Deswegen wird da gerade an diesem VRF, Virtual Router Function, gearbeitet. Dann auch in der Virtualisierung wird gerade daran geschraubt, dass Netfilterhooks nicht mehr global sind, sondern pro Netzwerk-Namespace, damit man eben nicht den Overhead in allen Network-Namespaces Paketfilter-Overhead hat, nur weil das halt im Host-Betriebssystem an ist. Dann gibt es Bemühungen, gerade so für so Switching-Anwendungsfälle, also wir reden hier von wirklich Hardware-Switches, auf denen dann Linux laufen soll. Da wird gerade eine API geschraubt, die halt eben eine einheitliche Schnittstelle bereitstellen soll, mit denen dann eben Hardware-Chips programmierbar sind, eben dem Benutzer präsentiert werden, damit es halt einheitlich ist und nicht so wie heute, dass da jeder Hersteller so sein eigenes SDK hat, mit dem man sich rumschlagen muss. Da wird zum Beispiel gerade viel von Mellanox gemacht. Und dann zu guter Letzt gibt es noch eBPF, das ist so eine Art Compiler, mit dem der Kernel dann bestimmten Code direkt in die Maschinensprache übersetzt werden kann und dann halt eben native Ausführungsgeschwindigkeit hat. Da gibt es vielerlei Anwendungsfälle. Also eine Möglichkeit, über die man so zum Beispiel denkt, ist, dass man halt aus dem User Space heraus direkt zum Beispiel Switching-Logik programmieren kann. Das heißt, es wird nicht einfach beschrieben, welches Paket an welche Schnittstelle soll, sondern es wird tatsächlich programmiert. Und das eBPF kompiliert es dann in nativen Code. Und dann hat man natürlich nicht mehr jeden erdenklichen Code für alle Fälle, sondern es wird nur der Code ausgeführt, der tatsächlich benutzt wird. Das ist ja klar. Und dann zu guter Letzt noch NF-Tables als Nachfolger von IP6-Tables, was gerade auch ein bisschen mehr Entwicklerzeit bekommt, um halt eben endlich Feature-Äquivalent zu werden zu EB-Tables und Co. Gibt es Fragen? Ja. Ja. Nee, das muss direkt verglichen werden. Achso. Ich habe wieder die Sünde begangen, die Frage nicht zu wiederholen, weil ich es doch dauernd vergessen. Also die Frage war bei GAO, wie das aus Treibersicht funktioniert und ob der da das Paket hasht. Sondern nein, es werden da Aufrufe gemacht bis hoch in den TCP-Stack. Also da gibt es dann Callbacks
GRO-Receive heißen die. Die gehen bis rauf in den TCP-Stack. Das heißt, der Treiber, der ruft erstmal, guckt, also erstmal wird nachgeguckt, ist es auf Ethernet-Ebene überhaupt irgendwie, passen die MAC-Adressen und so weiter. Und wenn ja, dann wird nachgeguckt, was denn das nächste Protokoll und dann wird halt geguckt, IP, dann schaue ich nach, sind die IP-Header gleich und so hangelt sich das halt durch. Doch, das funktioniert auch für Forwarding, weil der lokale Stack immer noch genug versteht. Also der muss ja nicht rausfinden, ob es tatsächlich lokal ein Socket dafür gibt, sondern es reicht da völlig zu gucken, ob die TCP-Portnummern und die Sequenznummern und so weiter übereinstimmen. Und dafür reichen alle Informationen, die im Paket stehen, komplett aus. Ja, so in Software, aber es ist kein Reassembly. Also das ist auch, es ist auch nicht ein Muss. Also der guckt wirklich nur einfach nach, passen die Pakete irgendwie zusammen und wenn da die Antwort lautet nein, dann versucht er da jetzt nicht irgendwie, ich speichere das jetzt mal für 10 Minuten zwischen und schau mal, ob da noch irgendwas kommt, sondern dann wird halt gesagt, nee, dann aggregiere ich jetzt nicht. Und ob es mit Forwarding was bringt, das ist, kommt immer auf den Einzelfall an. Also wenn man reines Forwarding macht, dann würde ich vermuten, dass es was bringt, wenn man das GRO abschaltet. Und wenn man dann allerdings forwardet und gleichzeitig sehr viele Firewalling-Regeln hat, dann könnte es aber schon wieder was bringen, weil ich dann halt wesentlich weniger Lookups in den Regelsets habe. Hm? Ja? Wir haben ein System, da laufen auch zwei Prozessoren und zwei verschiedene Betriebssysteme, die miteinander mit RP-Messages kommunizieren. Mhm. Nö, würde ich gar nicht sagen. Also, die Frage lässt sich so zusammenfassen, dass es im Endeffekt nur darum geht, wie komplex ein Ethernet-Treiber ist. Und das hängt eigentlich zentral eigentlich nur von der Frage ab, wie komplex die Hardware ist. Also moderne Ethernet-Netzwerkkarten sind Monster, Netzwerktreiber sind Monster, weil die Hardware inzwischen so extrem komplex ist. Also teilweise können moderne Netzwerkkarten IPsec offloading in Hardware zum Beispiel, was von Linux noch nicht unterstützt wird, aber es gibt welche, die können das. Und wenn man aber ganz primitive Netzwerktreiber anguckt, also was weiß ich, so DM9000 oder sowas, das ist nicht viel. Also das wird weder in Code noch in sonst was. Also da spricht eigentlich nichts dagegen. Wobei. Nee, gibt es noch weitere Fragen? Ich muss die Frage nicht wiederholen, weil ich die Antwort nicht weiß. Ich müsste nachschauen. Also es ging im Endeffekt um die Frage in der Darstellung von Top, ob die Anzeige SI, die eben die Soft Interrupt Last anzeigt, ob die noch korreliert mit dem KSoftDRQD, falls alles umgeleitet wird auf KSoftDRQD. Und ich weiß es nicht. Ich müsste selber im Kernel nachschauen oder beziehungsweise im Top. Ich muss nicht den Skript machen für meinen, weiß nicht, wegen der vielleicht
Nein. Also die Frage war, ob man irgendwie verhindern kann, dass eine Umleitung passiert auf den Ksoft-IRQD. Und das geht meines Wissens nach nicht, weil das ist direkt im Kernel verdrahtet. Da wird einfach nur nachgeschaut, also in der Verarbeitung von den Software-Interrupts wird einfach nur nachgeschaut am Ende, wenn er fertig ist, ob schon neue scheduled wurden. Und wenn das halt so häufig passiert ist, dann sagt er halt, nee, jetzt nicht mehr. Und dann wird eben auf Ksoft-IRQD umgeschaltet. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Biest. Also die Frage, es dreht sich um BusyPoll, um die BusyPoll-Funktionalität. Ich weiß nicht, wie das unter FreeBSD funktioniert. Unter Linux funktioniert das so, dass quasi der Prozess, der dieses BusyPolling will und dann liest, dass in dessen Kontext direkt gepollt wird. Ja, noch eine Frage, eine machen wir noch. Die Frage ging um Forwarding Performance und wieso da manche Sachen, also manche Hersteller so viel bessere Zahlen haben als der Linux-Kernel. Also zum ersten Mal ist, zum einen Mal sind in den letzten 6 Monaten viele Sachen passiert, was Forwarding Performance angeht. Also gerade die Linux-Routing, also die FIP-Implementierung ist extrem optimiert worden in den letzten 6 Monaten, sodass da die Ergebnisse schon etwas besser aussehen sollten, und zwar wesentlich. Also ich würde mal so schätzen, so 100% mehr dürfte durchaus drin sein. Ja, da ist einiges passiert. Man kann auch noch ein paar Tricks machen im Kernel mit Caching. Ich hab das mal versucht, aber leider habe ich dann halt keine so embedded Hardware, sage ich mal, sondern ich habe halt nur etwas größere Hardware, und dort sieht man dann halt häufig keine Unterschiede mehr, und ich tue halt ungern Sachen in den Kernel reinmachen, wo ich denke, dass es vielleicht was hilft, aber ich habe keine quantifizierbaren Aussagen dazu. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt so ein paar dezidiertere Lösungen, so Intel hat da zum Beispiel halt eben dieses DPDK, was dann so viele tolle Benchmarking-Demos hat für Forwarding, aber man muss halt auch sagen, dass DPDK ist, hat halt im Endeffekt keinerlei Funktionalität, ja, weil du musst ja alles selber programmieren im DPDK. Und das, was die ja machen in ihren Benchmark-Programmen, ist ja im Endeffekt, wenn es da reinkommt, dann soll es auf der anderen Seite rausplumpsen, und mehr macht das Ding ja gar nicht. Und das ist ja natürlich nicht so vergleichbar mit dem, was der Linux-Kernel machen muss. Und dadurch, dass der Linux-Kernel halt auch nicht für Forwarding entworfen wurde, sondern das Deck ist halt gedacht für lokales Queuing. Deswegen hat man ja auch diesen ganzen Overhead, von wegen, halt, der Treiber muss erstmal das Paket entnehmen und muss einen neuen Speicherblock allokieren und so weiter. Und das hat man ja im Forwarding-Fall, könnte man es ja eigentlich komplett vermeiden. Ja. Man könnte einfach immer den gleichen Speicher wieder benutzen. Man weiß, dass das geforwardet wird und innerhalb von einer absehbaren Zeit auf jeden Fall wieder benutzbar ist. Könnte man das alles vermeiden. Ja, aber das kann man halt nicht in einem normalen Betriebssystem machen.